Hallo Christi und herzlich willkommen zurück. Heute produzieren wir Trockenfleisch. Wir haben hier Lammfleisch. Immer wichtig, ganz frisch. Ketchup, Teriyaki-Soße, Sojasauce, Knoblauch und Salz. Normalerweise nimmt man statt der Teriyaki-Soße eine Worcestershire-Soße, aber die hatte ich nicht zu Hause und funktioniert so genauso. Man kann das Jerky auch aus Rindfleisch machen, man kann es auch aus Schweinefleisch machen, wenn es, ja, es muss frisch sein, gute Qualität haben. So, jetzt geht es daran, dass wir schöne flache Streifen schneiden und Stellen, die wir nicht im Fleisch haben wollen, wo vielleicht noch etwas Blut ist oder ja, die Silberhaut, die auch ab und zu noch drauf ist, die ziehe ich auch ab. Eventuelle Sehnen oder ja, man sieht hier so kleine dunkle Stellen, die muss man nicht haben. Man wird sie zwar später nicht mehr bemerken, aber trotzdem schneide ich sie weg, einfach der Vollständigkeit halber. Und ganz wichtig, das Fleisch gegen die Maserung schneiden, so als wenn man Schnitzel schneiden würde. Würde man es mit der Maserung schneiden, dann würde das Jerky sehr, sehr zäh werden und das, glaube ich, will man eigentlich nicht. Das Jerky soll bissfest sein, aber nicht so zäh, dass man es wie Kaugummi kauen muss. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist sehr, sehr wichtig. Das Fleisch muss frisch sein, ganz frisch am besten, weil wenn das Fleisch schon etwas älter ist, dann kann es sein, dass sich schon Bakterien eingenistet haben. Das will man nicht wirklich haben, weil das macht dann das Jerky ungenießbar. Darum, man nimmt frisches, gutes Fleisch. Wie gesagt, das hier ist von unseren eigenen Lämmern, die wir geschlachtet haben. Da weiß ich, die Qualität stimmt hundertprozentig. Und es ist extrem frisch und auch extrem lecker, wie ich auf jeden Fall bestätigen kann. Für das Trockenfleisch oder Jerky nimmt man normalerweise, die meisten kennen es wahrscheinlich mit Rindfleisch, das ist dann das Beef Jerky. Es gibt es auch noch mit Schweinefleisch, das ist dann Pork Jerky. In Südamerika wird aus Wildfleisch, Trockenfleisch gemacht, das ist das Biltong. Und wenn man es aus Lamm macht, dann ist es natürlich Lamb Jerky. Wenn man das Fleisch schön dünn geschnitten hat, dann kommt es in die Marinade, das heißt, die ganzen Zutaten werden einfach zusammengemischt und in diese Marinade wird dann das Fleisch eingelegt. Gut schauen, dass es bedeckt ist. Es ist wichtig, dass das Fleisch überall an allen Stellen die Marinade aufnimmt. Das reine Fleisch würde zwar auch trocknen, aber es würde nach nichts schmecken. Und zum Entwässern ist es natürlich gut, wenn die Marinade etwas salzig ist und die Sojasauce und das Salz ziehen noch die restliche Feuchtigkeit aus dem Fleisch. Das ist zum einen gut, weil der Dörrapparat, den wir dann später ins Spiel bringen, nicht so lange arbeiten muss, denn das kostet natürlich auch Strom. Wir haben hier nicht unbedingt jetzt die Temperaturen noch, um Trockenfleisch zu machen, denn das wird bei ungefähr 70 Grad einfach gedörrt. Daher verwenden wir einen Dörrapparat. Man kann es aber genauso auch im Backofen machen.
wenn man einen Backofen hat, der so niedrige Temperaturen zulässt. Aber ein Dörrbrat ist ja sowieso ein sehr, sehr nützliches und wichtiges Gerät im Haushalt eines Selbstversorgers. Von daher verwenden wir ihn auch fürs Fleisch. Man muss ihn natürlich dann dementsprechend wieder reinigen, aber das sollte ja selbstverständlich sein. Jetzt kommt noch Frischhaltefolie drüber. Einfach nur damit das Fleisch nicht irgendwelche in einen Geschmack aus dem Kühlschrank annimmt. Das ist gar nicht gut. Genau, und wenn das dann bedeckt ist, kommt es über Nacht in den Kühlschrank. Ein kleiner Tipp noch: Schmeckt die Marinade unbedingt vorher ab. Wenn die Marinade euch nicht schmeckt, dann solltet ihr das Fleisch ja vielleicht etwas anders würzen. Jetzt haben wir hier die Fleischstücke aus der Marinade genommen. Man sieht, sie haben gut Farbe angenommen. Und jetzt werden sie gedörrt bei 70 Grad in unserem Stöckli. Das ist ein richtig guter Dörrapparat, kann ich jedem empfehlen. Und hier beginnt das Fleisch schon trocken zu werden. Man sieht, es verliert sehr viel an Größe und sehr viel an Gewicht. Und wenn kleine Finger daran kommen, kann passieren, dass ein Stück fehlt. Es ist sehr beliebt, das Trockenfleisch. Jetzt ist es fertig. Wie gesagt, sehr dunkel. Das kommt aber nur von der Marinade. Schneiden wir das Ding mal an. Dann sieht man, was es innen für eine Farbe hat. Genau, man sieht es. Innen ist es noch relativ hell. Die Farbe ist, ja, es wird eher innen eher gräulich. Natürlich verwenden wir hier kein Nitritbökelsalz, daher rötet es nicht um. Aber braucht es nicht, sieht so auch gut aus. Jetzt könnte man das Ganze noch etwas räuchern, aber ich empfehle nur sehr kurz zu räuchern. Das Fleisch ist sehr dünn, nimmt sofort den Rauchgeschmack an, von daher eher etwas weniger. Natürlich gleich mal kosten. Wenn man so lange wartet, bis es fertig ist. Bis das Fleisch so trocken ist, braucht es ungefähr 4 Stunden bei 70 Grad im Dörrbrat. Kann aber auch sein, dass es länger dauert, je nachdem, wie dick das Fleisch ist. Und fertig ist es dann, wenn man es abbrechen kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da, einen Like oder einen netten Kommentar. Wir würden uns echt sehr darüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.